Ja, liebe HT1 Zuseherinnen und Zuseher, ich darf Sie heute ganz herzlich aus dem Schloss Linz begrüßen zu einem weiteren Sommergespräch, dieses Mal mit dem Clubobmann der FPÖ Oberösterreich, Herwig Mahr. Herzlich willkommen und danke fürs Gespräch. Bitte sehr. Gleich zu Beginn blickt man zurück, nämlich auf das letzte halbe Jahr. Was waren denn für Sie so die Meilensteine in diesen letzten 6 Monaten? Ich glaube, das Wichtigste war, dass wir seit 2018 ausgeglichen in Oberösterreich bilanzieren. Wir haben ein ausgeglichenes Budget, das heißt, wir haben sogar einen kleinen Überschuss und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es ja schlagend für die nächsten Generationen wird. Mhm. Wir haben eine Modernisierung der Landesverfassung durchgeführt, wir haben uns aber auch mit Bienen im Wohngebiet genauso beschäftigt, als wie mit einer Novelle im Naturschutz. Also es ist ein breites Spektrum und es ist, glaube ich, sehr erfolgreich gelungen. Mhm. Also es hat sich schon viel getan. Es tut sich natürlich weiterhin noch viel, nämlich zum Beispiel bis Ende 2019 müssen alle Länder die Ausführungsgesetze der neuen Sozialhilfe beschlossen haben. Und man hört in Wien, da drückt man alles andere als aufs Tempo. Wie sieht es denn da in Oberösterreich aus? Das ist richtig. Wien ist ein bisschen an der Bremse. Wir sind wirklich just in time, kann man sagen. Also wir sind am Punkt und wir werden mit 1.1.20 dementsprechend die Novelle umsetzen. Mhm. Ja, politisch gesehen, und zwar auf Bundesebene, werden ja die Karten neu gemischt, denn die nächste Nationalratswahl steht an. Am 29. September ist es soweit. Wie sehen Sie die Chancen für die FPÖ? Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Ich denke, dass der Wähler in den letzten Jahren gemerkt hat, dass die FPÖ nicht eine Regierungspartei ist, sondern eine sehr erfolgreiche Regierungspartei, dass wir kluge Köpfe haben. Und ich glaube, dass es der Wähler wirklich gotiert und dass wir ein dementsprechend ordentliches und gutes Ergebnis einfahren werden. Also politisch auf Bundesebene, auf Landesebene sieht es ja gut aus, die Zusammenarbeit. FPÖ, ÖVP arbeitet sehr gut zusammen. Wie würden Sie sich das auf Bundesebene wünschen? Ne, würde man es auf Bundesebene genauso wünschen, wie Sie eben richtig sagen, auf Oberösterreich, aus oberösterreichischer Sicht, da ist die Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr gut. Wir bringen was weiter und vor allem, wir arbeiten unser Programm, das wir uns vorgenommen haben, Punkt für Punkt ab und beide Parteien, die ÖVP als auch die FPÖ, ziehen an einem Strick, nämlich in dieselbe Richtung. Und das ist entscheidend, das akzeptiert die Bevölkerung, das schätzt die Bevölkerung und wir lassen uns auch nicht aus der Ruhe bringen. Das ist gut so. Kommen wir mal zu einem Spruch, den man sehr oft hört von der FPÖ. Umweltschutz ist Heimatschutz. Wie stehen Sie eigentlich zu diesem Thema? Und das ist richtig und es ist ja auch im Parteiprogramm der FPÖ seit langem fixiert. Wir müssen Bedacht nehmen auf unsere Umwelt, wir müssen Bedacht nehmen auch in Hinbetracht oder in Anbetracht dessen, dass wir der nächsten Generation oder den nächsten Generationen verpflichtend sind. Ich glaube nur, dass wir dieses Thema sehr vorsichtig angehen müssen und mit einem gesunden Portion Hausverstand. Das ist mir ganz, ganz wichtig, aber steht seit langen Jahren bereits im Parteiprogramm. Natürlich interessiert uns auch immer wieder ein bisschen das Private. Wie sieht es denn aus heuer im Sommer? Waren Sie schon auf Urlaub oder gibt es besondere Urlaubspläne, die noch anstehen? Ja, ich habe eine Woche Urlaub gehabt. Bei mir, Sie wissen ja, ich habe ein Augrundstück, da habe ich meine Schafe und meine Tiere. Und da ist immer was zu tun und das ist für mich Erholung pur, auch wenn es mit Arbeit verbunden ist. Aber da kann man den Geist ein bisschen runterfahren, den Körper ein bisschen betont hinauffahren, was die manuelle Arbeit betrifft. Das ist für mich einfach das Schönste und die beste Erholung. Ja, wenn man Ihnen so zuschaut und wenn Sie über die Tiere sprechen, da kommt so richtig das Grinsen, das Lachen. Sie sind ja ein großer Tierfreund und ich habe gehört, Sie sind jetzt seit neuestem ein Tierpate, nämlich von einem Steinbock im Wildpark Grenau. Wie ist es denn dazu gekommen? Das ist richtig, weil mich der Steinbock schon immer fasziniert hat und ich hatte, weil wir öfters in Grenau sind, die Gelegenheit, dort mit dem zuständigen Direktor zu sprechen. Die Patenschaft war offen und ich habe gesagt, ich nehme den Steinbock, sein hochinteressantes Tier, sehr trittsicher, er kennt die Gefahr und ich denke, wenn er sich im hochalpinen Gelände gut bewegt, dann ist es gar nicht so schlecht, wenn ein Politiker sich auf der politischen Ebene gut bewegt und auch trittsicher ist. Und daher ist es mir eine wirklich große Freude. Das war sehr, sehr schön, wie ich die Patenschaft übernommen habe, direkt mit den Tieren zu arbeiten. Das heißt, ihr werdet jetzt in Zukunft öfters besucht? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, machen wir einen kurzen Ausblick auf die Zukunft, in die Zukunft. Wie sehen denn die nächsten 6 Monate aus? Oder gibt es etwas, was Sie vor 2020 noch unbedingt machen wollen?
Na, ich möchte noch sehr viel machen. Der Ausblick wird so sein, dass wir diesen Budgetpfad ausgeglichen bilanzieren, auf alle Fälle weiterschreiben, über 21 hinaus. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben die neue Sozialhilfe, die wir schon besprochen haben, die umzusetzen ist. Wir haben aber auch Themenschwerpunkte auf der Gesundheit. Wir haben Themenschwerpunkte, was Spitäler betrifft. Wir haben Themenschwerpunkte, was niedergelassene Ärzte betrifft. Da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Wir haben genauso Themenschwerpunkte, was die Bildung betrifft. Also es ist viel zu tun, aber wir sind guter Dinge, wir arbeiten konsequent und das Ziel ist natürlich auch nicht nur bis 21, sondern über 21 hinaus dementsprechende ordentliche Politik für die Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen zu machen. Ja, dann heißt es jetzt viel Kraft tanken im Sommer, wünsche Ihnen dann alles Gute für den Herbst und bedanke mich ganz herzlich für das Sommergespräch. Vielen herzlichen Dank. Bitte sehr, hat mich gefreut.